Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Counter-Strike Global Offensive Overwatch auf unserer geliebten Map DE Das 2. Wir befinden uns in der 9. Runde. Es steht 3-5 für die Terroristen. Und unser Suspekt hat 8-6 Stats. Die Granate war nicht schlecht, die zweite war auch nicht schlecht. Ja, Kopfschussrate 62%. Läuft ihr den Terroristen nach? Mal schauen, was wir heute so haben. Die Steps fehlen teilweise wieder mal. Schöne Granate. Hat hier schön links rechts geimpft, nicht durch die Kiste. Schauen wir mal, was hier so passiert. Hat sich eine Deagle gegönnt, eine M4, volles Granatensortiment. Und er hat auf jeden Fall Sticker und Skins. Schöne Granate wieder mal. Den konnte man ganz gut pre-firen. Und er pusht wieder eiskalt durch. Ja, den könnte man durchzoomen gehört haben. Und die T's sind wieder über A kurz durch, weil einfach lang immer gerusht wird. Keine A deckt. Jo, hätte ein Messerkill werden können. Und die Runde geht an die Cities. Jetzt müssen wir mal ein bisschen genauer hinschauen, ob der Junge nicht doch Wallhack hat. Okay, erstmal AFK. Kann man mal machen. Ist hier führend. Hat auch einen ziemlich guten Ping. Rattle hat einen scheiß Ping. Könnte ja fast ich sein. Jo, was läuft so bei euch da draußen? Ich bin jetzt momentan recht viel am Diablo zocken. Die Season ist wieder interessant geworden. Hab auch schon die ersten Sachen aufgenommen dafür. Aber ja, unser Suspekt ist AFK. Und die fliegt eine Leiche nach der anderen runter. Und die T's blenden wieder auf A. Ein T ist noch auf B. Brrrt, tot. Ein CT Mitte. Ja. Jetzt ist die Frage, wofür wurde er reported? Dafür, dass er AFK war? Spielbehinderung? Könnte man meinen. Wahrscheinlich Mama gerade im Zimmer, sagt ihm, er soll essen kommen. Ja, und da ist natürlich auch eine ABP verschenkt. Oh, er ist wieder zurück. Pünktlich zum Ende der Runde. War noch kein eindeutiger Beweis. Wer rusht mit Narbe? Da hätte der No-Scope fast geklappt. Man könnte schon fast auf Wallhack tippen. Das war schon sehr
verdächtig. Die Tees sind am Griefen, juhu, das wünscht man sich. Könnte mein Game sein, ohne Scheiße. So läuft das bei mir auch immer ab. Ja, die letzten Tage Counter-Strike waren echt für'n Arsch. Und er pusht wieder mit der AWP. Der Typ ist eiskalt. Auf jeden Fall kein Movement-Krüppel. Zumindest nicht vollständig. Einer down. Und da wurde er gezeust. Schwieriger Fall. Ich kann es nicht zu 100% sagen. Das war gut geflickt, muss man schon sagen. Also schlecht ist er nicht. Ah, und wieder verloren das One-on-One. Und wir sehen hier den Seitenwechsel. Wie er da Katalog geschaut hat, war schon komisch. So piekt man nicht. Und hat er da gerade gelockt oder war das wieder mal ein Overwatch-Fehler? Ja, war an sich sauber. Ich weiß es nicht zu 100%. Was meint ihr denn? Ich lasse das Urteil jetzt mal für später. Sagt mir auf jeden Fall eure Meinung in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir Kommentar, Like oder Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.